das, was heute passiert ist, was diese Fans uns gegeben haben, als da auf einmal die Zahl 17.300 auf der Anzeigetafel stand, das sind einfach Emotionen, die sich schwer in Worte fassen lassen. Schon beim Aufwärmen gemerkt, wenn man rausgekommen ist, dass sich das Stadion langsam füllt und auch beim Einlaufen, du nimmst es einfach wahr, es ist einfach ein unglaublich schönes Zeichen, eine schöne Wertschätzung auch durch diese Welle, die gerade so durch Deutschland schwappt und einfach, dass so viele Leute sich heute für das Spiel begeistern konnten, ist, glaube ich, auch für die Mädels von Nürnberg ein ganz besonderer Tag und das stimmt uns sehr freudig und macht uns Hoffnung auf viele weitere solche Spiele. Ja, ist einfach überragend, super coole Stimmung. Natürlich waren sie gegen uns, aber das kann auch pushen. Freut mich einfach für die Mädels hier. Ich denke gerade in der zweiten Liga ist es nicht selbstverständlich, dass so viele Zuschauer kommen. Auch für uns ist es immer noch was Besonderes. Von daher freut es uns einfach, dass Frauenfußball jetzt auch Zuschauer in die Stadien lockt. Genießt das, Leute! Und jeder Zentimeter auf diesem Feld gehört uns, okay? Und den Fans und der Stadt und dem Verein, okay? 1, 2, 3! Wir haben uns jetzt nicht hinten reingestellt, sondern wir wollten wirklich mitspielen und ich finde, dass wir es phasenweise auch wirklich, wirklich gut gemacht haben. Das sieht man einfach auch, egal ob wir jetzt eine junge Mannschaft sind, was wir für Qualitäten haben, was wir für talentierte Spielerinnen haben. Nürnberg hat es natürlich auch gut gemacht, waren mutig vorne, sind uns angelaufen. Aber ja, wir wussten, dass wir vielleicht ein bisschen Geduld mitbringen müssen, bis wir zu unseren Chancen kommen, beziehungsweise auch das erste Tor machen. Von daher haben wir uns da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir empfinden pure Dankbarkeit, Wertschätzung und vor allem Stolz, weil das auch sehr, sehr viel einfach auch über die Stadt aussagt, dass so viele Menschen zu uns ins Stadion kommen und feiern, als hätten wir gerade den DFB-Pokal gewonnen. Das sind einfach Sachen, die man nie in seinem Leben vergisst. Wir sind so, so dankbar und ich bin einfach extrem stolz auf die ganze Mannschaft.